Süß. Bitterkern. Bitter. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Älteren, zu einem neuen Pokémon Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen Pokémon die Feuergrüne Edition. Ja, ein kleiner Fan-Hack, wenn man das so nennen kann. Ist ja kein Hack, es ist mit RPG Maker erstellt von. Ich habe ungefähr zweieinhalb Stunden gebraucht, um das so zu einzustellen, dass das halbwegs aufnehmbar ist. Es ist, OBS wollte damit gar nichts anfangen. Ich hoffe, jetzt läuft es halbwegs. Ja, willkommen zu Feuergrün. Pokémon Feuergrün. Was? Feuergrün, denkt euch? Das hat es sich doch. Ja, ihr werdet es noch sehen. Wer es noch nicht kennt. Das Spiel ist ein bisschen eine kleine Parodie auf Pokémon, auf die Pokémon-Abenteuer. Ja, lass uns einfach drauf ein. Ich kenne es schon ein bisschen, ich kenne es eigentlich. Ich habe das meiste wahrscheinlich wieder vergessen. Ich habe es vor Jahren beim Let's Play Markus auf YouTube gesehen. Jetzt spiele ich es mal selbst. Ich würde mal sagen, auf geht's, starten wir das Spiel. Starten einfach rein. Schauen wir es uns an. Intro ansehen? Ja, unbedingt. Ich schaue mir das Intro an. Auf geht's. Feuergrüne Episode, Edition. In einer weit entfernten Welt, wo Menschen und Pokémon friedlich miteinander leben, gibt es einen Trainer, der alles verändern wird. Seinem Traum folgend will er wenigstens einen Orden gewinnen. Doch alle Pokémon von Professor Eicher werden gestohlen. Und das Schlimmste, sein E auch. E. E neben einem Blend. Ja. Eine kleine Star Wars Anspielung. Ja, die Musik werde ich wahrscheinlich ausblenden und durch irgendwie vielleicht krieg ich was Verwendbares, Star Wars mäßiges. Pikachus Backe. Hallo, entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Aber ich hatte vergessen, dass du hier bist, mieses Alzheimer. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eicher, wie der Baum. Aber alle nennen mich Pokémon-Professor. Professor Pokémon. Diese Welt wird von Lebewesen bewohnt, die wir Menschen nennen. Pokémon und Menschen leben und helfen einander. Manche Pokémon werden von ihren Haustieren den Menschen trainiert und kämpfen dann gegen andere Pokémon. Aber wir wissen noch nicht alles über die Pokémon. Es sind immer noch einige Geheimnisse zu erforschen. Deswegen studiere ich jeden Tag die Pokémon. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Junge würde ich sagen. Mist! Schon wieder dieses Alzheimer. Wie war noch mal dein Name? Zwergi bin ich. Da können wir Zwergfürst heißen. Verflucht seist du Spiel. Wir können nur Zwergi heißen. Du heißt also Zwergi. Yep. Zwergi, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaft warten. Wir sehen uns später.
Okay, ja, da sind wir im Spiel. Verzeiht die Quali. Ich habe ganz nah rangezoomt und das ist ein RPG-Maker erstelltes Spiel. Also, ja, hier geht's wahrscheinlich nicht so sehr um die Qualität, um die Grafik. Hier geht's um andere Sachen in diesem Spiel. The Game Boy Advance, das ist als Controller an den Nintendo GameCube angeschlossen. Ja, nur schade, dass ich kein Geld für Spiele oder ein Nintendo DS habe. Ah ja, wie zum Henker, okay. Ein Game Boy Advance an den GameCube angeschlossen. Mieser Hacker. Eine Pflanze. Schlafen gehen können wir nicht? Nein, können wir nicht. Gut, runtergehen müssen wir. Hallo Mutter. Guten Morgen, Zwergi. Sag nix. Fernsehen gucken? Kann man nicht. Okay, wir können ins Optionsmenü. Lautstärke mal ein bisschen leiser stellen. Ich hoffe, so geht's. Okay. Haus von Zwergi. Da sind wir wohl in der Anfangsstadt. Schauen wir uns hier erstmal um. Pass auf dich auf. Hier in der Nähe wurde Team Shock jetzt gesehen. Bisher alles ganz normal. Bisher nichts Außergewöhnliches. Wir schauen uns einfach mal um. Knoblauchheim. Das ist unsere Heimatstadt Knoblauchheim. Du kannst nicht nach draußen. Wilde Pokémon könnte dich angreifen. Was glotzt du mich so an? Du kannst nicht nach draußen. Wilde Pokémon könnten dich angreifen. Ja, ja. Okay, ich gehe schon. Mit Pfeiltasten steuern wir übrigens. Haus von Gary. Na dann. Hallöchen. Professor Eiche wartet auf dich im Labor. Okay, auf ins Labor würde ich sagen. Ein Pokémon könnte diesen Baum vielleicht zerschneiden. Was du nicht sagst. Eiches Labor. Okay, ich werde gerade mal Optionen Lautstärke mal ein bisschen wieder lauter machen. Hallöchen. Hallo Zwergi, hast du bereits die mutierten Pokémon bei der Pokéball-Fabrik beobachtet? Nein, spoiler mich nicht. Die Lehren des Poké-Sutras. Will ich gar nicht wissen. Da läuft ein Spiel. Pokémon Feuergrün. Wie blöd muss man sein, um so etwas zu spielen? Ich weiß auch nicht. Selbst das. Ah, mein E! Das ist ein E weggeflogen tatsächlich. Gib mir sofort mein E wieder. Niemals. Das brauche ich genauso wie diese drei Pokémon. Denk gar nicht erst dran. Das sind die Pokémon, die wir bekommen sollen. Ich weiß. Und ich tue es trotzdem. Oh, verdammt. Na toll. Keine Pokémon für uns. Ich will Pokémon. Professor. Ich brauche Pokémon. Was ist hier passiert? Wo sind die Pokéball hin? Mann, geh mit deinem Alzheimer endlich mal zum Arzt. Und wer bist du? Mir reicht's. Ich werde noch wahnsinnig mit dem. Kratzige Stimme. Wo bin ich? Verdammt, Alzheimer. Ich besitze keine Pokémon, die ich heilen könnte. Traue ich das?
Okay, wir schauen uns noch ein bisschen um. Ein Computer. Da läuft ein Spiel, Pokémon Feuergrün. Wie blöd muss man sehen, um sowas zu spielen? Ey, ich weiß es nicht. Lehren des Bukesutras. Kommt mir sehr bekannt vor. Okay, na dann. Dann ging es dahinterher. Du kannst nicht nach draußen, wilde Pokémon könnten dich angreifen. Was soll das heißen, du musst aus der Stadt? Mir ist es ziemlich egal, ob dem Professor die Pokémon gestohlen wurden. Ich wurde so programmiert, niemanden ohne Pokémon rauszulassen. Und das werde ich jetzt auch tun. Was glotzt du mich so an? Sag mal, hörst du schlecht? Was? Hey, du kannst ja reden. Ja, die Punkte wurden mir langsam zu langweilig. Aber das ist doch ein RPG. Das heißt, der Protagonist darf nicht reden. Ich bin nicht Link, also lass mich. Nein, du bist noch immer auf meinem Gras. Geh weg. Es gehört mir ganz allein. Oh, hallo Zweigi. Was ist los? Und weil der Junge dich nicht durchlässt, kannst du die Pokémon nicht holen. Und du denkst echt, dass ich all deine Aussagen per Telepathie verstehe? Na gut, ich versuche die Pokémon zurückzuholen, nur weil du es bist. Okay, jetzt spielen wir sie hier. Hallöchen. Einbruch. Was? Die Pokémon und Professor Ace Ehe wurde geklaut. Okay, Hausbesuch bei mir. Hallo ich. Hallo Maike. Ich habe hier etwas für dich. Als Dank dafür, dass du die Pokémon zurückholen willst. Maike hält eine Flasche Whisky. What? Mal schauen ins Inventar. Okay, wir haben Pokémon. Ein Chigi mit einer Sonnenbrille. Nice. Eine Karte. Ein Knoblauchheim und der restlichen Welt. Beutel, was haben wir im Beutel? Whisky. Speichern können wir hier. Ein Blick ins Pokédex. Ein Chigi. Im Jahr sterben rund 200 Chigis, weil der Trainer die Entwicklung verhindert und der Körper für den Panzer zu groß wird. Romantisch. Mehr Pokémon haben wir noch nicht. Die Mami. Komm, ruhe dich ein wenig aus. Okay, warte. Ich muss was ausprobieren. Schade. Ich wollte nur in meinem Bett schlafen. So, na dann. Jetzt kann ich ins hohe Gras. Juhu, Route 1. Das erste wilde Pokémon greift an. Ein Taubsi. Und das Taubsi erscheint. Los, Shigi. Okay, Kampf. Ich würde sagen, Blubber. Wir sind schon Level 7. Fangen mit Level 7 an. Also, ich finde es dafür, wirklich mal im Ernst, dafür, dass das mit RPG Maker Update ist. Also, ich kenne mich mit RPG Maker jetzt nicht so wirklich aus, aber. Habe noch nie selbst das probiert. Aber ich finde, das sieht schon ganz schön ordentlich aus. Route 1. Hier mal ein Schild. Acht auf versteinerte Items. Ja, auch in der Prähistorie gab es bereits Tränke. Du findest zweimal Trank. Okay, der Stein war Trank. Zwei Tränke war der Stein. Route 1. Ein Pokémon könnte diesen Baum vielleicht zerschneiden.
Hallöchen. Bin ich durstig? Halt, du kannst hier nicht durch. Es sei denn, du bringst mir was zu trinken. Das ist Alkohol, Whisky. Gleich bist du mein. Mike, gibt Whisky. Danke, dass du mir diesen Alkohol gebracht hast. Sehr schön. Darf ich dein Pokémon sehen? Es ist für wissenschaftliche Zwecke. Ich habe bestimmt keinen Pokémon-Fetisch. Mike zeigt Shiggy. Yeah! Ja. So viel dazu. Silberwald. Nächstes Pokémon, ein Taubsi. Können wir ein bisschen trainieren. Tackle. Das Tackle jetzt zurück. Wunderbar. Sehr schön. Noch kein neues Level. Ja. Einen weiteren Trank. Brauche ich die wirklich? Eigentlich nicht so sehr. Ein Toxi mit Fliegermütze. Okay. Bisher hatte ich noch keine Probleme, wo ich noch keine Probleme. Ich bin ja auch hier Level 7 und das sind Level 3 Pokémon. Bisher eigentlich gibt es keine Probleme. Neues Level. Sehr schön. Okay, obwohl ich könnte mal. Ein Trank wäre schon nicht schlecht. So, wieder geheilt. Ich habe mich im Wald verlaufen. Bei so einem Wald ist das doch fast unmöglich. Hey, wenn du mich verarschen willst, dann schlag ich dich. Ich habe ein Shiggy. Nein, es tut mir leid. Es tut mir schrecklich leid, dass ich dich beleidigt habe. Ich will mich nicht mit deinem Shiggy anlegen. Aha. Ein wildes Wiesor erscheint. Los, Shiggy. Wiesor. Los, Blubber. Wir besiegen jedes wilde Pokémon. Noch ist es ja völlig kein Problem. Dann können wir das Shiggy ein bisschen trainieren. Darum soll es aber hier nicht hauptsächlich gehen. Mike findet eine kleine Statue. Okay. Meine Schwester hatte was gegen meine Pokémon. Okay. Käfersammler schickt Raupi in den Kampf. Los, Shiggy. Los, Shiggy, weiter. Na komm, wir blubbern was zu Kode. Das nächste Pokémon. Ein trauriges Raupi. Oh. Hat seinen Freund verloren oder was? Ob es jetzt heule ein. Oh. Armes Raupi. Noch ein Raupi. Wie viele Pokémon hat er denn? Das kann doch nicht sein. Der erste Trainer hier im Spiel. Shiggy erhält 31 Erfahrungspunkte. Das muss wohl daran liegen, dass Mädchen nichts für Insekten übrig haben. Vermutlich gibt es deshalb auch keine weiblichen Käfersammler in Pokémon-Spielen. Scheint, als mögen Game Freak oder Nintendo Klischees. Ach was. Oh, da sehe ich doch schon wen. Nein!
runtergesprungen, das wollte ich nicht. Ein wildes Visor greift an. Visor. Verdammt, ich wollte an das Item. Jetzt gehen wir den Weg nochmal. An dem Typ, der sich verirrt hat, vorbei. Hier nochmal hoch. Dann gehen wir den Weg ein drittes Mal. Ein Pokéball. Ist alles nur für ein Pokéball. Ein wildes Raubtier erscheint. Können wir uns das fangen? Ein Raubtier? Einfach mal. Item. Statue Pokéball. Verdammt! Ist ausgebrochen. Flucht. Viel mehr Pokémon haben wir nicht. Wir hätten nur den einen, den wir im hohen Gras gefunden haben. Bis zum nächsten Pokémon Center. Mal schauen. So, hier lang würde ich sagen. Nee, für das eine Item gehe ich dann nicht mehr runter. Oha. Weißt du vielleicht, wie man hier Celebi ruft? Ich schaffe das einfach nicht. Ich denke, ich gebe auf. Okay. Ein wildes Raubi, Level 3. Los, Flucht. Ein Trank. Ein Trank habe ich ja jetzt wohl genügend. Da scheint ein kleines Loch zu sein. Ich stell mal die Statue hinein. Hey, das reimt sich. Was passiert? Blinkende Lichter. Ah, ein epileptischer Anfall. Das stand im Spiel, das habe ich. Oh, süß. Was? Nimm das sofort zurück. Boah. Jetzt reicht's mir. Zensiert. Oh nein. Celebris abgetrennter Kopf. Und Celebris Körper. Was davon übrig ist. Okay, nach diesem grauenhaften Mord gehen wir jetzt einfach weiter. Lassen den Tatort beschmutzt zurück und aufgeräumt. Okay, Tränke sind hier sehr beliebt. Ein Wieso. Okay. Nächster Trainer. An mir kommst du nicht vorbei. Käfersammler setzt. Es schickt Safecorn in den Kampf. Safecorn. Los, Schigi. Blubber. Verteidigung von Safcon steigt. Nö, Heil-Items brauchen wir noch nicht. Nicht nötig. Kritisch. Okay, ein trauriges Robin. Oha. Ging schnell. Aber meine Pokémon. Na, viel Spaß noch mit dem deinem Leben. Springe hier mal Teile vom hohen Gras, weil ich auch weiß, dass das hier nicht so wirklich das Wichtigste ist. Ich habe meinen Flammy ein wenig getunt. Okay. Streber schickt Flammy in den Kampf. Oha. Das hat aber ordentlich trainiert. Oder wurde von ihr trainiert. Das hat Sixpack. Okay. Jetzt will ich meinen Trank einsetzen sollen.
Das wäre nicht schlecht gewesen. Das wäre jetzt ein Weg, jetzt nochmal von vorne. So ein Mist. Ein Radfratz. Sollten wir vielleicht ein zweites Pokémon fangen, aber ich habe keine Pokébälle. Nicht soweit ich weiß. Nö. Nur noch vier Tränke.